Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Summoners War. Heute wollte ich eigentlich Gildenkampf machen, aber naja, das ging wieder daneben. Low Dev, wirklich absolut nichts Zeigbares. Und dann dachte ich mir, ein paar wollten ein paar Monster Spotlights sehen. Und ich habe mir für heute Beta und Amduat rausgesucht. Wir haben ein relativ leichtes Monster zu reviewen und eins wirklich sehr kompliziert. Also Amduat muss man wirklich sagen, da muss man schon genauer lesen und ich musste mich auch erst über ihn informieren, bevor ich hier irgendwas halbwegs Richtiges sagen kann. Aber wir starten am besten mal mit Beta. Beta ist relativ einfach zu erklären. Wir gucken erstmal durch ihre Skills durch, gucken dann meine Runen so ein bisschen an. Und ja gut, ihr habt sie bei mir überall gesehen. Ich benutze sie im Gildenkampf, ich benutze sie in der Arena, ich benutze sie eigentlich überall. Auch ab und zu Hate oder so, ja. Gucken wir erstmal ihre Fähigkeiten an. Die sind relativ leicht zu erklären, im Gegensatz zu Amduat auf jeden Fall. Wir haben hier den ersten Skill, Mana Blase. Lässt eine Mana Blase platzen, die dem Gegner mit einer 50%igen Chance Schaden zufügt. Und stärkende Effekte. Okay, das muss man natürlich anders sagen. Also sie fügt Schaden zu und entfernt zu 50% einen stärkenden Effekt. Und natürlich der Schaden des Angriffs steigt mit der eigenen HP. Das heißt, wenn sie ein bisschen Schaden machen soll, sollte sie doch ein wenig HP besitzen. Würden sagen wir es mal einfach mal so. Ich habe sie mit Devil Moons vollgepackt. Sie macht auch eigentlich ganz gut Schaden. So bis zu 7.000, 8.000 geht bei ihr. Ziemlich nice. So, dann schauen wir den zweiten Skill an. Hier wird es etwas komplizierter, aber trotzdem noch relativ einfach zu verstehen. Mit Leben gewähren, regeneriert 30% der HP und Angriffsbalken eines Verbündeten. Dieser Angriff kann einen toten Verbündeten wiederbeleben, die dann 3 Runden zusätzlich Abklingzeit verbraucht. Das heißt, auf die normale 3 Runden Cooldown-Zeit kommen 3 Runden hinzu, sollte jemand mit diesem Skill wiederbelebt werden. Diese 3 Runden kommen nicht dazu, wenn dieser Skill für eine Heilung verwendet wird. Also hier muss man aufpassen. So von den ganzen Wiederbelebern ist sie nicht die stärkste. Sie regeneriert relativ wenig Life wieder, nachdem der Tote zurückkommt. Und es ist auch kein hilfreicher Buff auf ihm. Das heißt, ja, es ist so eher so eine mehr oder weniger einer der schlechtesten Wiederbeleber. Zusätzlich haben wir aber mit dem dritten Skill einen sehr geilen Effekt. Und zwar Gelassenheit regeneriert die HP aller Verbündeten um 15% und senkt 2 Runden lang die Chance, einen kritischen Treffer zu erleiden und schenkt allen Verbündeten 2 Runden lang Immunität. Absolut genial. In Verbindung natürlich, dass sie diesen Skill und auch noch wiederbeleben kann, macht sie in Gesamtheit wirklich zu einem Top-Monster. Und ich kann wirklich sagen, die kann man überall gebrauchen. Wer die hat, baut die euch. Wir sehen hier, wie ich sie geruhnt habe. Ich habe relativ viel Life. Also relativ, geht natürlich immer noch mehr. Ich habe so viel Life wie möglich gegeben. Habe ihr so viel Speed wie möglich gegeben. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Violent-Set und was Speed dazu angeht. Ich habe auch ein Broken-Set reingepackt. Hauptsache einfach so viel Speed und gute Stats wie möglich. Schauen wir mal durch. Diese Rune habe ich auch nur verwendet, weil sie viel Speed hat. Die restlichen Werte sind relativ shit. Ich bekomme auch im Raid kaum Grindstones. Deshalb sind die Werte alle ungegrindet hier. Die Rune, klar habe ich wegen ihren Werten genommen. 13% Def und HP. Und ja klar, Speed auf Slot 2 sollte sie doch eigentlich schon haben. Wir haben die dritte Rune. Ja, Hauptsache irgendwie Speed drauf und natürlich ein bisschen HP wäre auch ganz nett. Denn hier die HP-Rune, ja, ich hatte nicht viel Alternative. Sie hat hier jetzt noch Rest mit drauf und ein bisschen Speed ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht wirklich mega gut. Hier natürlich ein kleiner Glückstreffer für mich. 17 Speed ungegrindet, hier ist also sogar noch Potenzial. Die restlichen Werte sind für sie jetzt relativ unwichtig. Klar, ein bisschen Rest, ein bisschen HP. Crit Damage absolut unwichtig. Und hier haben wir noch eine Rune mit 15 Speed.
Das komplettiert dann ihr Set und sie hat dann plus 106 Speed. Das macht sie so mittelmäßig schnell. Klar, Leute, die sie auf Speed ruhen, haben natürlich mehr von ihr oder sind auf jeden Fall besser gerüstet. Ich habe sie blöderweise nicht auf Wille geruht. Ich krieg's einfach nicht hin, sie vernünftig schnell zu machen und auf Wille zu ruhen. Würde aber schon sagen, dass Violent Will das beste Runenset ist oder wirklich extrem schnell und dann bräuchte sie nicht mal unbedingt Wille als Offset. Aber ihr wisst ja, ich habe nicht so die Runen mit viel Speed drauf, deshalb habe ich das hier so gemacht. Sie wird seltenst in der ersten Runde weggesniped, von dem her geht das in Anführungsstriche. Ja, sonst gibt es groß nicht viel zu sagen. Zuerst, sie sieht gut aus. Ihr habt sie mehrfach bei mir im Gildenkampf und in der Arena gesehen. Ich kann wirklich nur Gutes von ihr berichten. Und ich glaube, das war's dann erstmal für die Mermaid hier. Schauen wir uns doch einfach mal den Amduat an. Den Dark Horus. Hier sieht es ein wenig komplizierter aus. Ihr habt ihn sicherlich bei den Top-Playern in den Rush-Hour-Videos bei den Verteidigungen irgendwie gesehen. Da habe ich ihn auch das erste Mal bei Nightly Gaming gesehen. Wusste eigentlich vorher gar nicht groß, wie es um ihn aussieht, was er eigentlich macht. Und wurde dann eigentlich eines Besseren belehrt, weil ich bisher eigentlich nur dachte, ja gut, Troll-Death oder sonstiges. Aber das Vieh so übel gegen Wombo-Kombos und schnelle Speed-Offense-Teams. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gut der diese Teams kontert. Ich würde sagen, wir schauen uns mal seine Skills an. Und die Runen für ihn sind etwas leichter zu erklären. Dafür sind die Skills schwerer. Er hat einen relativ guten Leader-Skill, da kann man wirklich nichts dazu sagen. Erhöht die Angriffskraft verbündeter Monster in der Arena um 33%. Ich denke, auch den könnte man verwenden, wenn man jetzt nicht gerade einen 33% Speed-Buff hat. Ja, schauen wir den ersten Skill an. Eigentlich easy. Schadet einem Gegner und senkt mit 50%iger Chance seinen Angriffsbalken um 30%. Hört sich für mich jetzt im ersten Moment an, cool, Offset, Rache. Also auf jeden Fall. Je nachdem, wie natürlich die Stats aussehen, aber Rache ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ihn zu ruhen als Offset. Den zweiten Skill, hier wird es schon spannender, vor allem in Verbindung mit seinem dritten passiven Skill. Aber erstmal hier Wüstenwind, attackiert alle Gegner mit sandigen Böen, die 30% des Angriffsbalken und mit 50%iger Chance für 2 Runden das Angriffstempo senken. Der Schaden dieser Fähigkeit steigt proportional zum eigenen Angriffstempo. Das mit dem Schaden ist uns eigentlich relativ egal. Es geht hier hauptsächlich darum, dass er alle Gegner angreift und mit 30%iger Chance für 2 Runden lang den Gegnern ihr Angriffstempo senkt. So. Merkt euch genau diese zwei Sätze und diesen langen ersten Satz, wenn ihr den dritten Skill lest. Und zwar geht es hier um den passiven Spitze des Speers. Also, keine Ahnung, gibt es einen besseren passiven Skill? Ich kann mich nicht erinnern. Für Defense natürlich nur. Erhöht deinen Angriffsbalken um 25% jedes Mal, wenn der Gegner eine Runde beendet. Jetzt überlegt doch mal. Ihr geht mit einem Doppel-Lucian-Team los und trefft auf Amduat in der Verteidigung. Ihr kommt zum Beispiel dran mit Bernard, bufft eure Gruppe mit Speed und im gleichen Moment, nachdem Bernard gebufft hat, bekommt Amduat 25% Attackbar dazu. Das heißt, sollte dieser dann doch von Haus aus schon recht schnell sein, kriegt er 25% Attackbar dazu. Und könnte schon direkt nach eurem Bernard drankommen und eventuell sogar den zweiten Skill auf eure Gruppe anwenden. Und ich muss euch jetzt nicht viel erzählen, was da passieren kann, wenn alle zufällig Slow abkriegen und ihr ihn auf Qual ruht, könnten potenziell 4 oder euer 4 Offense-Monster betäubt und geslowt werden. Obwohl ihr Bernhard im ersten Zug Speed buffen lassen habt. Also übel.
Und solltet ihr wirklich schnell genug sein, dass zum Beispiel euer Sieg, der dann eure Illusion bufft, zufällig einfach vor Amduat noch drankommt, dann komplettiert auf jeden Fall Sieg mit seinem Zug 50% auf Amduats Attack Bar und er kommt auf jeden Fall vor euren Illusion. Darauf könnt ihr Gift nehmen und könnt eventuell sogar eure Wombo-Kombo zerstören und ihr verliert. Ich hoffe, ihr habt das jetzt so nach meiner Möglichkeit richtig erklärt. Ich habe relativ wenig Videos gefunden. Ich dachte eigentlich, ich hatte von Nightly Gaming ein Video, aber ich habe jetzt wirklich mehrere durchgeschaut. Ich habe es nicht mehr gefunden. Wenn ihr ihn irgendwo seht, guckt, dass dieser entweder mit Tessarion geblockt wird oder sonstiges. Oder tötet ihn, aber natürlich macht er ihn, wenn ihr ihn selber in die Verteidigung stellt, mit viel Life, sodass er dann einfach nicht so schnell getötet wird. Und bis ihr ihn dann getötet habt, töten euch eventuell die anderen. Da er ihm ja Turns um Turns schenkt. Und so könnte es wirklich dann ein Lose für euch bedeuten. Also dieses Monster ist wirklich sehr interessant für Verteidigung. Ich hätte ihn wirklich gern. Mit den Runen ist es eigentlich relativ einfach. Qual sehe ich als Pflicht, dass er einfach seine zweite Verteidigung anwendet und damit euch stunt. Als Offset sehe ich es nicht mal so unbedingt wichtig, was es ist. Rache würde sich natürlich anbieten. Ein Schild-Offset würde sich anbieten. Ansonsten würde ich schauen, dass auf jeden Fall die Stats von ihm stimmen. So tanky wie möglich und so schnell wie möglich mit netten Resistance-Stats, einfach um ihn eventuell doch länger am Leben zu erhalten. Ich hoffe, ich habe jetzt so alles von ihm erklärt. Jeder, der ihn hat, soll sich glücklich schätzen und ihn versuchen zu bauen und in die Verteidigung zu packen. Ich glaube, das war's auch, was Amduat angeht. Ich hätte jetzt wirklich gern ein Video gezeigt oder ihn selber in Action gezeigt, aber leider habe ich ihn nicht. Sieht man auch hier, ich habe ihn leider nicht. Er ist grau hinterlegt. Ich hoffe, das Botlet hat euch soweit gefallen. Es war ein bisschen kompliziert für mich. Es ist immer ein bisschen kompliziert, wenn man ein Monster selber nicht hat und es nicht so zeigen kann. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Schreibt mir doch gern Feedback in die Kommentare. Und das war's für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.